Die zweite Halbzeit startet mit Julian Brandt für Leverkusen. Das ist der Doppelschlag von Brandt. Den haben wir nämlich hier zweimal, Julian Brandt. Somit führt Leverkusen. Dank Julian Brandt mit 2-1 gegen Leipzig. Dann Glitzersicker vom HSV. Und die Sicker führen den HSV, zählen für Nürnberg. Also führt Nürnberg 2-0 gegen Stuttgart. Ja, der nächste Spieler, der hier einen Doppelschlag erzielt, ist Persiljan Skjelbred für Hertha BSC Berlin. Also da hat Skjelbred jetzt ebenfalls zweimal getroffen. 2-1 führt Hertha jetzt in Düsseldorf. Dann Milos Veljkovic für Werder Bremen. Somit führt Bremen mit 1-0 gegen Gladbach. Und dann haben wir noch Roman Bürki für Dortmund, aber Torhüter können ja keine Tore schießen. Ja, deshalb geht es jetzt gleich rein in die spannende, ja, Schlussphase des Spieltages.